Duisburg ist um einen historischen Blickfang reicher. Die Restaurierungsarbeiten rund um den Stadtmauerturm am Calaisplatz sind abgeschlossen. Errichtet wurde der Turm vermutlich im frühen 13. Jahrhundert. Als repräsentativer Wehrturm sollte er mit seinen relativ großen Fenstern Macht und Einfluss demonstrieren. Die Duisburger Stadtmauer zählt zu den wichtigsten Befestigungsanlagen ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Einer, der sich bestens mit ihrer Geschichte auskennt, ist der Duisburger Stadtarchäologe Dr. Kai Thomas Platz. Der Ausgangspunkt der Duisburger Stadtbefestigung ist eine Erdwallbefestigung, also ein Erdwall mit vorgelagerten Graben, den wir sehr wahrscheinlich ins 5. Jahrhundert zurückführen können. Wir haben dann einen steinernen Ausbau bereits ab dem 10. Jahrhundert, in der Zeit, als die ottonischen Kaiser und Könige hier in Duisburg ihren Sitz hatten. Von dieser Mauer haben sich bedeutende Überreste an der Untermauerstraße erhalten, mit einem charakteristischen Mauerwerk aus lagenhaften Natursteinen und schräg eingestreuten Schräglagen, die man eben dort gut sehen kann. Dann in der Zeit um und kurz nach 1200 einen weiteren Ausbau, der dann zeitgleich läuft mit der Kölner Stadtbefestigung, die damals neu gebaut wird. Also auf der Höhe der Zeit, bedeutende Überreste auch hier am alten Wehrgang und eben am Calaisplatz. Dort wurde der Turm ja jetzt erst kürzlich fertig saniert. Dr. Kai Thomas Platz gerät auch mal ins Schwärmen, wenn er über die Stadtmauer spricht. Besonders dann, wenn es um seine liebste Stelle geht. Ich finde den Stadtmauerbereich an der Untermauerstraße wirklich spannend, absolut hochbedeutend, weil er eben auch diese ottonische Mauerwerkstruktur enthält, also die Mauerwerkstruktur des 10. Jahrhunderts, was absolut einmalig ist. Aus dieser Zeit gibt es in ganz Deutschland nur extrem wenige Reste von Befestigungen, die so erhalten sind, vielfach nur aus Ausgrabungen und hier eben wirklich meterhoch erhalten im Stadtbild. Das ist also ganz toll. Natürlich hier am alten Wehrgang und am Springwall ist die Mauer sehr, sehr beeindruckend in ihrer Gesamtheit, auch in der vollen Höhe erhalten. Also eigentlich ist das die zweite Lieblingsstelle, wenn man so will. Aber es gibt noch viele andere, die es sich lohnt zu entdecken.